Ja, hallo, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Tales of Systeria. In der letzten Folge haben wir ein paar Schweine gejagt und ein paar Kämpfe bestritten. Was bedeutet, in dieser Folge werden wahrscheinlich keine Kämpfe mehr kommen, wenn die Tradition hier wieder so bleibt wie in den letzten Parts. Übrigens, der letzte Part war ein bisschen verpixelt. Ich habe keine Ahnung wieso, das ist mir erst vor kurzem aufgefallen. Da war schon in der Rohdatei irgendwie, also keine Ahnung, was es damit auf sich hatte. Wird hoffentlich in diesem Part hier nicht wieder passieren. Und ja, wir sollen jetzt aus den Schweinen, die wir geschlachtet haben, Materialien oder irgendwie sowas herstellen, ne? Hallo Frau, die dessen Namen wir noch nicht wissen. Wie kommt ihr darauf, dass wir ihren Namen schon wissen? Also bitte. Also, seid doch nicht merkwürdig, Leute. いいって慣れてるし。おかげで明日には立てそうだ。ありがとうすれ。そう。よかった。じゃあ明日に備えてゆっくり休んでね。オッケー。俺じいじに伝えてくるから。Ich dachte, das hättest du vielleicht nicht sagen sollen, weil dann will sie wahrscheinlich wissen, wer Opa ist und Opa kann sie nicht sehen, also wird's wieder peinlich. Wir haben die Stachelschweinhaut verbraucht. Okay, ich dachte, wir werden jetzt irgendwie so in so eine Art Dualisierungssystem wie in Tales of Graces F vorgestellt, was bitte nicht in diesem Spiel vorkommt, weil damit konnte ich nichts anfangen. So, ist noch irgendwas hier zu erledigen? Nein, okay. Wir wollten ja nochmal mit ihr sprechen. Ja, lass mal das. Der bestimmt sowieso, wir sind schon voll Banane im Kopf. So. Mikleo ist nicht hier. Gigi, asta shuppatsu suru tte. So ka. Shuppatsu wa minna de miokuro. Kyakujin ni wa chigai nakatta wake ja kara na. Ja, am besten gibt jeder ihr die Hand. Er ist in Ordnung. Ein bisschen streng, aber der ist eigentlich in Ordnung, der Typ. Kann sie sie eigentlich auch nicht sehen oder kann sie sie auch nicht, weiß ich nicht, hören? Also hören wahrscheinlich auch nicht, aber anfassen oder irgendwie sowas. いや、それは信用している。アリーシャ。 Okay. 私の名はアリーシャディフだ。アリーシャ。君は何も言わずに何者とも知れぬ私を助けてくれた。それに引き換え私は我が身可愛さになすらつげず騎士として恥ずべきことであった。どうか許していただきたい。 私は天族は本当に存在していると思う。天威見聞録に記された数々の伝承はおとぎ話などではないと。今世界中で起きている災厄、それを鎮められるのは伝承に残る存在なのではないかと。どうしだね。君は笑わないんだな。都では誰もがバカにしたのに。 俺も信じてるから。君は本当に気持ちのいい人だ。レディーレイクの都では間もなく聖剣祭が始まる。同志伝承をなぞらえた剣の試練も行う予定だ。スレイ、剣の試練に挑んでみないか。 え? では行く。スレイ、 今の話考えてみてほしい。どうして？伝承にある同志、それはきっとスレイ、君のような人物だと思うから。これは？僕はジージに言われて、あの後ずっと遺跡で、あの女騎士の手がかりを探していたんだ。じゃあ、 これはアリーシャの。 ハイランド王家の紋章だ。アリーシャディフだ。
ただの騎士ではないようだね。辛いだろうがな。これでよかったんじゃ。じいじ。何者かがわしの領域に侵入してきた。気配を隠したか、小賢しい。聞け、皆の者。何者かが侵入した。探すのじゃ。気配を隠したことからおそらく兵馬じゃ。心して探索に当たれ。俺たちも行くよ。うん。兵馬であれば事態は急を要する。頼んだぞ。森の方を当たろうと思うが、どう？うん、そうしよう。Na gut, dann geh rein. Boah, ich finde das so geil, dass das immer hier so zwischen Cutscenes und direkt wieder Oberwelt hier wechselt. Richtig gut gemacht. Vor allem auch hier, man geht nicht einfach aus der Stadt raus, man geht direkt in die Überwelt. Ich finde das richtig gut. Ja, wir müssen wieder Zeugs machen. Mikleo begleitet uns. Gucken wir uns mal hier noch um. Ein paar Sachen habe ich, glaube ich, neu bekommen. Mhm. Ja, ist klar. Ich dachte nur. So, Wasserwirker, das gibt mir Magie. Das ist vielleicht für ihn besser. Er ist eigentlich gleich stark, aber er ist, glaube ich, so ein Magier-Typ, vor allem, weil er einen Stab hat. Hab ich noch irgendwas dazu bekommen letztens? Anscheinend nicht. Okay, dann gucken wir mal hier. Hier meine ich dann. Hier haben wir noch drei. Ja, ich muss aufladen, immer noch 1000 Mal. Deswegen soll ich so früh wie möglich damit anfangen, das so oft wie möglich einzusetzen, damit ich das nicht irgendwie, weiß ich nicht, später am Ende des Spiels offscreen machen muss. So, irgendwo habe ich da gerade was gesehen. Da war nur ein Rock, der gespawnt ist. Und da steht jemand. Du bist einfach nur jemand, ne? Masun und die anderen sind losgezogen, den Wald zu durchsuchen. Ihr beide geht besser nicht dorthin. Es ist gefährlich. Okay. Machen wir genau das. Weil, warum denn nicht? So, jetzt wissen wir auch ihren Namen offiziell, ohne dass er uns indirekt gespoilert wurde im letzten Part. Das hat man davon, wenn man neugierig ist, ne? Gut, was haben wir denn hier? Ein paar mehr Monster hätte ich mir schon gewünscht auf der Oberkarte, damit wir wieder ein bisschen kämpfen können. Wo ist er denn? Hier, da runter irgendwo. Bin ich wieder runter. Ist noch nix. Was? Hallo? Oh, das Spiel ein bisschen geleckt. Oh Gott. おかしいね。ここにはメインディッシュしかないはずなんだ。また新たに二人も出ますか。だこいつは、これが兵馬だって言うのか。だからアナントゥグゲスン。ここは気に入るようなところじゃない。立ち去るんだ。小僧が生意気。全身恐怖が丸出しになってるぜ。ほら、力んで腕もガチガチ。うわ、スレイ。Hat er gerade ein Amaterasu gemacht? お前さん、うまそうな匂いがするね。だって。言わせる。お前さんを食いたいって。ふざけるな。最初から全開だ。Himmelsturm aus, was? Okay. Ich habe eine Art anscheinend. Ein verborgenes Art, dass es ein Aufwärtshieb besteht, der daran erinnert, wie jemand gegen den Strom eines Wasserfalls ankämpft. Kann leichte Gegner vom Boden hochwirbeln. Okay, kein obligatorisches Demon Fang. Okay, fast. Verborgene Art, wirke verborgene Art mit Kreis. Es ist möglich, sowohl Kreis als auch verborgene Art zum Kombo zu feilen. Du kannst zum Beispiel die Schwäche eines Feindes mit einer verborgenen Art angreifen, um darauf die Kriegsart folgen zu lassen. Im Artmenü kannst du bis zu 5 verborgene Arts kombinieren. Wenn das oberste Feld nicht besetzt ist, kannst du das System durchdrücken,
vom Kreis auf deinen erlernten verborgenen Arzt auswählen lassen. Ja, dann wird zufällig einer eingesetzt. Er ist derjenige, der der Mason getötet hat. Helions Fuchs ist mir egal, was du bist, aber Helions Fuchs ist mir egal, was du bist, aber damit kommst du mir nicht ungestraft davon. Beruhige dich, sorry, seine Schläge sind sehr flink und schnell, das ist ja mal cool. Wir können uns keine halbherzigen Angriffe lassen. Benutze deinen verborgenen Art, um seine Flammen etwas entgegenzusetzen. Okay, das war mal cool. Jeder sagt was dazu. Dann komm mal her. Oh, eins, bist du süß. Okay. Wechselt allerdings nicht, so wie bei Espel, wenn ich da zweimal hintereinander einsetze, oder? Schade. Ich dachte, die Animation wechselt. Und Mikleo kriegt auf die Fresse. Ich setze am einfach auf ein. Nein, Mikleo. Oh. Ich kann den Typen irgendwie nicht ernst nehmen. Ich lasse ihn erstmal hier tot. Naja, der greift doch nicht an, ne? Der kontert nur. Okay, wie viele Tränke habe ich denn? Drei, okay, mach mal. So, und dann möchte ich gerne einschalten, ein bisschen weiter weg gehst. Wie nur? Einen anderen Gegner als... Wie kann ich einen Einschalter, der jetzt auf Dings geht? Nahkampf, schnelle Angriffe, schwächere abziehende Arzt wirken, Abstand halten. Ja, Abstand halten, macht das mal. Sehr gut. Den Typ kann ich irgendwie nicht ernst nehmen. Xa. Da umfällt er doch immer nur Konters. Oh Gott. Das war ein Heilzauber, ne? Sehr gut. Sehr gut, dass du auch Wasser angeführt kannst, Mikleo. Okay, sehr gut. Ey, der frisst einfach wieder. Der Typ nicht ernst nehmen, er sieht so bescheuert aus, irgendwie. メインディッシュを逃すのは面白くない。あとはわしらに任せい。じじ、さっきの狐人間は兵馬だったのですか。我々と言葉を交わすなんて。うん。あれは人間が兵馬と化した姿じゃ。 疲れたと言ってもいい。さあ、お前たちはさっさと戻って休み。そうしません。さあ、帰ろう。うん。動き始めたのかもしれんの。 Ich wollte schon sagen, Unwetter erhalten, Ausrüstungsfähigkeit erhöht. Schon sagen, man kriegen wir hier Erfahrungspunkte. メインディッシュを逃すのは面白くない。Oh Gott, Alicia, oder?
Ob wir so einfach... Ja, okay, wir tun uns wegschleichen. Himmelsstrom habe ich gelernt. Das ist das hier. So, Einsätze 37 und 5 Sterne hat, heißt, ich muss da bestimmt so 500, 600 Mal einsetzen, ne? Wenn ich das verbessert habe, was auch immer das bedeutet. Aber nein, nicht Erscheinungsbild. Ich habe ein paar Sachen bekommen, glaube ich. Oder habe ich hier einen Titel bekommen? Mit voller Handschuhe. Hier, steigt die Geschwindigkeit auf der Karte um 10%. Der Effekt kann mit ähnlichen Artefakten weiter gesteigert werden. Artefakt, Upsala, Entschuldigung. Wo kann ich das denn nehmen? Wo kann ich das ausrüsten? Oder ist das eine Fähigkeit? Nö. Kann ich das ausrüsten? Talisman. Unter Wertsachen. Ach so, das ist jetzt... Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen schneller geworden. Lass uns offen, geht zum Unterland, ja. Gucken wir natürlich erstmal überall anders nach. Wir sollen wahrscheinlich Opa natürlich nichts sagen, aber trotzdem mal gucken. Opa, es tut mir so leid, okay. So viel dazu. Dann hauen wir einfach ab, ohne dass jemand was mitbekommt. Und Mikleo kommt wahrscheinlich so am Tor und sagt, ich kann dich nicht alleine gehen lassen. Oder Opa hat mich beauftragt, mitzukommen. Irgendwie sowas. Ich tue ja sowieso irgendwie viele Sachen hinter meinen Rücken machen, habe ich das Gefühl. So, na okay. Dann gehen wir mal zum Unterlande. Oh. Da sieht es halt so komisch. Ist nur ein Zufall, okay. Ah, den Handschuh an. Sehr schön. Ah, okay. Ich dachte, er würde jetzt hier so hinter den Wänden so stehen. Aber anscheinend nicht. Na, da haben wir Monolith. Den haben wir, glaube ich, schon, ne? Aber trotzdem mal gucken. Wink. Wieder Fassung? Ja, das haben wir schon. Okay, nichts mit Select, Skit. So, jetzt steht Mikleo hier hinter. Sag ich doch.時間が欲しい。あの狐男の言葉。狙いはアリーシャと考えるのが自然だ。ミクリオも気づいたんだ。当然。さあ、急ごう。ミクリオ。なんだ?改まって。してくれて、すげえ嬉しい。嘘一つつけない君じゃ、人間の中ではやっていけないだろうからね。 ジージ、怒ってるよな。ジージは覚悟していたのさ。いつか君が旅立つこと。大げさだな。一生会えなくなるわけじゃないのに。分かってるんだ。ジージ。旅立ったら、君はもう人間の中で生きていく。これはジージの。 人間の社会ではお金が必要だ。困ったらこれを売って足しにしろって。ねえ、無理もろんねえ。自由に自らの思う道を生きよう。お前の人生を精一杯。だってさ、行こう。 Finde ich gut, dass die das aber so konsequenzlos gemacht haben und ich habe so eine Vorahnung.
Das Problem ist, ich weiß nicht, wann sich das Intro abspielt. Ich muss dann rechtzeitig das Video stumm schalten. Ich dachte, jetzt würde das kommen, aber anscheinend nicht. すごい。人はあまりに無力な。それゆえ時代が窮すると同志の出現を祈る。 Die Geschichte von Big Leo. So, Ton wieder an. Ja, mir sagte ja niemand was. Ich habe einen Deal bekommen, habe ich gemerkt. Sorry oder Miklo. Kind der Trennung. Nächstes A, Tigerklinge. Lassen wir erstmal das hier, würde ich sagen. Ich finde gut, dass hier so ein konsequenzloser Abschluss war. Anstatt irgendwie so Dramatik nur aufzubauen. Ja, er hat gesagt, du kannst gehen, wenn du willst, also tschüss. Finde ich gut. Weiter in Richtung Osten geht's in die Stadt. Sieht ganz danach aus. Ich glaube, wir kommen schnell genug hin, wenn wir direkt durch den Wald laufen. Okay, ich hoffe, der Sound ist jetzt natürlich wieder so laut, wie er vorher war. Meine Hilfe! Das ist das erste Gebiet. Hilfe! Ich möchte gerne zurückgehen und speichern. Noch. Scheint nicht. Dann laufen wir mal hier ein bisschen noch und gucken, ob ich irgendwie einen Speicherpunkt oder so finden kann. Hoffentlich. Warte mal. Verdammt. Okay. Intro war natürlich sehr gut. Warte mal, das ist... Ja. Trank des Lebens. Sehr gut. Mal wieder einen zurückbekommen. Ich will am liebsten an einen Speicherpunkt vorbeikommen, wenn es geht. Wutsch. Okay. Da! Wenn ich dich nicht hätte. Kampfstiefel. Betäubungszeit reduziert um 20%. Gilium. Was bedeutet Gilium? Oh, machen wir mal... Weiß ich nicht... Wir jetzt nicht alles hier Dingens geben, sorry. Miklo soll ja auch was bekommen, aber das war erstmal. Ich dachte, da wäre ein Speicherpunkt. So, jetzt haben wir ein Problem. Es gibt ja mehrere Wege, oder auch nicht. Jetzt nicht weiter. Hier sind wir dazu. Ich dachte immer. Ich halte jetzt auf einmal alles für einen Speicherpunkt. Dieses Aroma. Das kannst du auch detekten, sag ich mal. So, kartenmäßig sehe ich hier nirgendwo einen Speicherpunkt. Kacke. Ich sehe auch keine Gegner. Also mit den Gegnern haben sie es hier sehr, sehr untergeschraubt. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Man könnte meinen, dass ich jetzt hier im neuen Gebiet bin und dann direkt Gegner wie blöd kommen, aber anscheinend nicht. Na gut. Kann ich mal nichts anderes als mitten im Wald hier den Part beenden. Ich bin nur einen Weg noch nicht gegangen, oder? Hier? Dann könnt ihr mir echt nicht antun, jetzt schon solche Verzweigungen und so in den Weg stellen.
Wissen ja nicht, dass meine Orientierung für ein Eimer ist. Okay. Ja, und dann wollte ich sagen, ich beende den Part jetzt einfach mal hier. Mitten im Wald kann ja nichts Schlimmes passieren. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.